Und könntest dann die Augen schließen. Nehmt für euch nochmal kurz wahr, ob ihr bequem sitzt. Eine Unterlage ist immer fein, also auch vielleicht für später. Manchmal braucht man einen Polster oder eine Decke, irgendwas, wo man ein bisschen unterstützen kann. Also wenn ihr was in der Nähe behaltet, ist es sicher nicht schlecht. Wir gehen gleich ganz bewusst in ein sanftes Aktivieren vom Mula-Bandha. Das heißt, ihr hebt den Beckenboden sanft an. Wie so ein kleiner Impuls, der dann weiter nach oben hin die Wirbelsäule gut ausrichtet. Sodass der untere Rücken sich kräftig und aufrecht anfühlt. Der Brustkorb sich so ein bisschen öffnen kann. Und auch die Halswirbelsäule ist aufrecht. Der Scheitel zeigt Richtung Decke. Ihr könnt gern mit geschlossenen Augen jetzt am Anfang bleiben. Mehr so ins Spüren kommen. Am Anfang ist es sicher auch unterstützend, dass ihr wirklich bei euch ankommt, egal in welchem Setting ihr heute übt, in welchem Raum. Fokussiert euch auf die Körperhaltung, aber jetzt auch schon immer mehr auf den Atem. Nehmt auch da vielleicht am Anfang nur sanft die Ujjayi-Atmung auf. Gebt euch Zeit. Je mehr Achtsamkeit, je weniger Druck ihr da am Anfang gebt bei der Atmung, umso besser wird sie sich sozusagen entfalten können. Dieses gleichmäßige Ein- und Ausatmen über die Nase. Und dann nehmt noch mit geschlossenen Augen eure Hände zu den Oberkörperseiten. Wenn ihr die Arme kreuzt, dann müssen die Schultern nicht so anheben und ihr könnt eure Handflächen so ganz sanft rechts und links auf die Seiten des Oberkörpers legen. So dass ihr ein bisschen die Rippen abdeckt, genau höher auf der Höhe vom Zwerchfell. Und dann spürt, wie sich der Atem dorthin bewegt. Nehmt es für euch wahr, ob ihr den Atem dort auch wirklich spüren könnt. Ob er eure Handflächen berührt und sich dann wieder von dort ein bisschen wegbewegt. Ein paar Asanas mehr machen, die wirklich auch da an dieser Seitbeuge, an dieser Streckung über die Oberkörperseiten arbeiten. Das heißt, da auch wirklich ein bisschen Platz schaffen. Die ganze Muskulatur zwischen den Rippen unterstützt zusätzlich das Zwerchfell in der Atmung. Und dann lasst die Hände langsam nach unten gleiten auf die Knie. Bleibt ruhig noch mit den Augen geschlossen. Und beginnt ganz langsam für euch den Oberkörper in so ein kleines Kreisen zu bewegen. Am Anfang so, dass es kaum sozusagen sichtbar ist von außen.
Oberkörper beginnt so ein bisschen nach vor, zur Seite, nach hinten und zur anderen Seite zu bewegen. Fließend, aber nicht zu schnell. Und ihr lasst die Kreise mit der Zeit immer größer werden. Je größer, je mehr sich dann der Oberkörper auch zu den Seiten und nach vorne neigt, umso mehr gehen dann natürlich die Arme auch mit in der Bewegung. Die müssen dann beugen und strecken. Ganz automatisch. Also ihr dürft mit der Zeit so richtig große Kreise ziehen, sodass der Oberkörper, soweit es euch halt möglich ist, auch wirklich mal über den Boden so ein bisschen drüber gleitet. Und der Atem unterstützt euch, fließt weiter. Manchmal mit den Augen geschlossen zu arbeiten, weil gerade so kleine Bewegungen sich oft sehr groß anfühlen können. Nehmt es für euch wahr, wenn ihr dann in den ganz großen Kreisen seid, wie intensiv sich so eine Bewegung anfühlen kann. Und wenn ihr das nächste Mal vorne seid mit dem Oberkörper, beginnt es in die andere Richtung, gleich wieder so große Kreise zu ziehen. Eventuell fühlt es sich über eine Seite fließender an. Wir nehmen einfach nur wahr. Denkt ein bisschen dran, das Mula-Bandha doch aktiv zu halten, dass wir auch noch so einen Punkt haben, wo wir Stabilität wahrnehmen. Ihr lasst in die Richtung, in die sich der Oberkörper gerade bewegt, die Kreise langsam kleiner werden. Nehmt euch Zeit, genauso wie vorhin, wo wir größer geworden sind. Kreist ihr jetzt so lange, bis ihr dann irgendwann wieder ganz aufrecht und stabil, mittig ausgerichtet seid. Das heißt, die Bewegung kommt jetzt langsam zur Ruhe. Spürt es noch einmal dieses Anheben im Beckenboden. Wir nehmen jetzt auch das Uddiyana-Bandha, also diesen Zug über den Nabel dazu. Der Scheitel zeigt Richtung Decke und gebt den Schultern nochmal so ein sanftes nach hinten unten absenken. Dann beginnen wir mit der Einatmung, die Arme seitlich anzuheben. Mit der Ausatmung wieder seitlich abzusenken über die Arme. Ein zweites Mal, ihr könnt den Blick, wenn ihr möchtet, dann langsam mitnehmen. Muss nicht zu den Händen sein, aber eventuell so ein leichtes Anheben. Und wenn die Arme absenken, geht auch wieder der Blick nach unten. Ihr hebt es dann noch einmal in eurem Tempo mit der Einatmung an und wir bleiben und drehen mit der Ausatmung über die linke Seite, sodass die rechte Hand aufs linke Knie kommt und die linken Fingerspitzen setzen hinterm Rücken auf. Sanfte Drehung. Mit der Einatmung wieder zurück zur Mitte. Atmet aus, richtet euch immer wieder gut auf. Lasst die Hüften schön nach außen los. Einatmen, die Arme wieder anheben. Und ausatmen, das Drehen zur anderen Seite. Und wieder ein bisschen bleiben. Rollt die Schulter vom gestreckten hinteren Arm nach hinten unten. Spürt das Heben übers Brustbein. Und kommt langsam mit der Einatmung wieder zurück zur Mitte. Atmet aus.
Mit dem nächsten Einatmen hebt die Arme nach oben an. Wir senken vornüber mit der Ausatmung. Beginnt sanft, wir bleiben ein paar Atemzüge. Ihr könnt langsam dann euch auch so ein bisschen versuchen, weiter nach vorne zu handeln mit den Händen. Vielleicht ganz sanft das Brustbein nochmal anheben und nochmal sinken lassen. Und wenn es euch möglich ist, behaltet wirklich einmal diese Öffnung in den Knien. Das heißt, wenn wir jetzt das Gewicht nach vorne verlagern und ihr vorn drüber schieben könnt, so wie das die Marietta macht, verändert einmal nicht den Abstand zwischen den Knien. Dreht nur die Füße nach hinten und lasst vorsichtig Richtung Fersen, vielleicht vom Gefühl her so ein bisschen zwischen die Fersen sinken. Also ähnlich wie eine Kindhaltung, nur deutlich weiter vom Abstand zwischen den Knien und eventuell auch ein bisschen Abstand zwischen den Füßen. Kann sein, dass ihr am Mattenrand seid mit den Knien, kann auch sein, dass ihr fast ein bisschen drüber steht über den Mattenrand. Und ihr könnt das Gewicht mal ist auch wieder weiter nach hinten sinken lassen, außer natürlich, da ist irgendwo ein Thema mit den Knien oder mit den Hüften. Dann bleibe ich weiter vorne. Dann kommt es mit der Einatmung langsam Richtung Vierfußstand. Marietta dreht sich. Genau. Und beginnt ein paar Mal euch rund zu machen, beginnend mit der nächsten Ausatmung und zu öffnen mit der Einatmung. Ich glaube, die Bewegung ist jedem vertraut. Da fließt schon viel hinein, was wir dann sozusagen später auch immer wieder brauchen. Das beginnt in den Handflächen, in diesen breit gefächerten Fingern. In dieser schönen Linie, Schulter über den Handgelenken, die wir auch im Stütz brauchen. Ihr habt über die Wirbelsäule eine Vor- und eine Rückbeuge, auch wenn beides natürlich eher sanft ist. Dann lasst es euch zurückgleiten Richtung Fersen. Streckt die Arme nochmal ganz nach vorne aus. Bleibt nochmal ein paar Atemzüge. So im Alltag haben wir wahrscheinlich am häufigsten noch die Vorbeuge. Sobald ihr natürlich nach irgendwas greift, was weiter oben ist, hätten wir zumindest eine sanfte Rückbeuge. Wir haben schon ein bisschen rotiert. Und jetzt rollen wir mit dem Einatmen Wirbel für Wirbel über den Oberkörper hoch, sitzen aufrecht auf den Fersen. Wer was dazwischen braucht, nimmt sich einen Polster zwischen Fersen und Gesäß. Ihr könnt auch was unter den Rist legen, wenn dort der Druck unangenehm ist. Wir nehmen wieder die Arme mit dem Einatmen hoch und setzen dann mit dem Ausatmen die rechte Hand am Boden ab, sodass die Finger nach außen zeigen. Und ihr streckt euch über die linke Körperseite und holt den linken Arm so ein bisschen über den Kopf drüber. Probiert den ganzen Bereich zu erreichen, so von der linken Achsel nach unten bis zur linken Hüfte. Und wenn ihr es verstärken möchtet und das okay ist, dann hebt einmal kurz das Gesäß mit der Einatmung an und versetzt es ein bisschen nach links. Nicht so, dass ihr ganz kippt, aber so, dass ihr sozusagen nicht mehr direkt auf der Ferse sitzt. Dann sollte sich der Zug ein bisschen verstärken. Genau. Gut atmen. Probiert den Arm in die Streckung zu holen. Und ein, zurück zur Mitte, eventuell wieder leicht das Gesäß anheben. Und ausatmen. Ein, beide Arme anheben. Und ausatmen, setzt die linke Hand auf, die Finger drehen nach außen, der rechte Arm
Zieht über den Kopf und ihr sucht euch wieder diese Linie von der rechten Hüfte über die Achsel, dann weiter bis in die rechten Fingerspitzen. Ihr könnt das Gewicht wieder leicht nach rechts versetzen. Gut atmen. Spürt es für euch hin, ist der Bereich offen oder spüre ich da schon so eine Art Spannung? Sicher eine Bewegung, die wir im Alltag so gut wie gar nicht machen, die aber sehr wertvoll ist, auch wieder für unsere Aufrichtung, für den Atem. Mit der nächsten Einatmung kommt es zurück zur Mitte und ausatmen kommen wir wieder in den Vierfußstand. Richtet euch nochmal gut ein, sodass das Becken über den Knien steht. Handgelenke, Ellbogen und Schultern eine Linie bilden. Und wir machen uns mit der Ausatmung rund und nehmen dann mit dem Einatmen, wenn wir öffnen, das rechte Bein dazu. Das heißt, das streckt nach hinten. Das hebt vom Boden ab und wir bleiben. Achtet darauf, dass gar nicht zu viel die rechte Hüfte aufdreht. Stabilisiert euch gut. Und wir gehen von da weiter. Ihr tut es euch leichter, wenn ihr den linken Fuß kurz anhebt und so ein bisschen nach außen dreht, also so ein bisschen von der Matte runter. Es bleibt flach, nur den Fuß nach außen weiter. Wir wollen das Gewicht jetzt langsam, nicht zu weit, in die linke Hand verlagern, sodass ihr den rechten Arm anheben könnt. Ihr spürt es dann eh, wenn es nicht möglich ist, einfach ein bisschen mehr den linken Fuß nach außen. Genau, dann habe ich mehr Stabilität. Super. Das heißt, ihr seid in so einer Seitöffnung, Regina, ihr dreht es jetzt nach oben, der rechte Arm dreht zur Decke. Genau. Ihr könnt den Blick seitlich lassen oder vielleicht sogar in die rechte Hand hineinschauen. Wenn es schwierig ist mit der Stabilität, lasst das linke Bein noch ein bisschen mehr nach außen gehen. Genau. Super. Dann bringen wir den rechten Fuß zum Boden. Das Bein ist gestreckt, die Zehen zeigen eher so ein bisschen nach außen. Und wir kommen langsam mit der linken Hand weg vom Boden und gehen in so eine Seitneigung. Ihr seht es über die Mariette, der rechte Arm gleitet jetzt entlang vom rechten Bein nach unten und der linke Arm zieht über den Kopf. Lasst euch Zeit, genau, auf der zweiten Seite wissen wir dann genau, was gemeint ist. Versucht es für euch immer zu spüren, habt ihr die linke Oberkörperseite? Wenn nicht, vielleicht kann das rechte Bein noch ein bisschen nach hinten nachrutschen. Vertraut auch eurem Gefühl, arbeitet gut über die Bandes. Und mit der nächsten Ausatmung kommt es über die linke Hand zum Boden, dreht es mit der Einatmung den Oberkörper Richtung Boden, die rechte Hand kommt dazu. Wir gehen Richtung Stütz weiter. Lasst euch ruhig Zeit. Wir haben schon im Vierfußstand die Armhaltung angesprochen. Die brauche ich dann auch im Stütz, diese schöne Linie von den Schultern über den Handgelenken. Okay. Wenn es euch möglich ist, schiebt das Gewicht noch ein kleines bisschen mit der Einatmung nach vor, bevor ihr mit der Ausatmung am Boden ablegt. Jeder hat sicher seine Variante, wenn ihr mit den Knien zuerst am Boden ablegen wollt, macht. Geht sanft in die erste Kobra, unser erstes Vinyasa. Und ausatmen dann in die V-Stellung. Bewegt abwechselnd in eurem Tempo die Fersen Richtung Boden. Ein Bein beugt, ein Bein streckt. Nicht zu schnell, so ein bisschen ein Durchbewegen. Der Blick bleibt nach hinten gerichtet. Und ihr könnt dann das nächste Mal, wenn ein Bein beugt, das Bein gebeugt lassen
Und dann langsam über die Zehen drüber rollen und den Riss ablegen. Beim zweiten Bein dasselbe, sodass wir dann wieder in den Vierfußstand und auf die Knie kommen können. Genau. Wenn wir es nacheinander machen, ist auch nicht zu viel Druck Richtung Zehen. Und dann beginnt es im Vierfußstand wieder ausatmend euch rund zu machen. Und einatmen, öffnen, das linke Bein streckt jetzt nach hinten. Wir halten immer so ungefähr 3, 4 Atemzüge. Stabilisiert euch, der Blick geht eher nach unten, die Schultern aktiv weg von den Ohren. Auf der zweiten Seite wisst ihr dann eher, was kommt, dann braucht es auch gar nicht mehr so viel zur Marietta zu schauen. Hebt nochmal ein bisschen den rechten Fuß an und versetzt ihn leicht nach außen. Das Knie hält die Position und dann verlagert das Gewicht in die rechte Hand. Schiebt aus dem rechten Arm und linke Arm hoch. Die Arme bilden so eine schöne senkrechte Linie. Und ihr könnt ruhig an der Höhe vom linken Bein arbeiten. Wenn noch ein bisschen was geht, Regina, genau, hebt es ein bisschen höher. Gut atmen. Super. Dann ausatmen, den linken Fuß abstellen, die Zehen zeigen nach hinten. Einatmen, hochkommen über den Oberkörper, die linke Hand gleitet entlang vom linken Bein nach unten. Und mit der Ausatmung komme ich wieder in diese Seitneigung. Das heißt, ihr versucht, die Streckung über die rechte Oberkörperseite aufzubauen. Versucht gleichzeitig die Schulter wegzuholen vom Ohr und die Handfläche bewusst nach unten zu drehen. Nehmt wahr, fällt euch das Atmen leicht oder schwer, wenn da so viel Streckung über die rechte Seite kommt. Und behaltet so ein bisschen das Gefühl in Erinnerung. Wir werden da jetzt nochmal dann über die Krieger hineinkommen. Machen wir es fließender, wir gehen mit der Ausatmung in den Stift, rechte, linke Hand zum Boden. Einatmen, bleibt es im Stift und ausatmen, senkt es ab. Könnt es gern schon in eurer Möglichkeit dann vielleicht auch in eine hohe Kobra weitergehen. Lasst euch ruhig Zeit, wir treffen uns ohnehin immer in der Fahrstellung. Also eher da wirklich an der Kraft und an der Flexibilität arbeiten in den Vinyasas und dort auch Zeit nehmen, wo ihr sie braucht. Jetzt bleiben wir schon so ein bisschen statischer in der Vorstellung. Beide Fersen können aktiv Richtung Boden ziehen. Die Schulter versucht nochmal weit aufzumachen. Und wir kommen dann mit der nächsten Einatmung nach vor über die Füße, kleine oder 2 große Schritte. Ausatmen, schließt der Oberkörper Richtung Beine. Einatmen, richtet euch auf. Denkt dran, der Blick ist das Letzte, was sich dann nach oben hebt. Und ausatmen, senken die Arme ab. Wir heben gleich wieder mit der Einatmung die Arme an. Senken mit dem Ausatmen vornüber. Ein die halbe Vorbeuge. Gut die Knie beugen, damit ihr länger kriegt in den Rumpf. Und aus in den Stütz. Vielleicht nochmal ein Einatmen im Stütz. Und dann das Absenken zum Boden oder schon den Stütz halten. Einatmen in die Kobra öffnen. Und ausatmen, immer schön kraftvoll in die Fahrstellung. Wenn ihr wechselt in die Fahrstellung, spürt dieses Anheben aus der Körpermitte. Ich erinnere euch später nochmal. Wir nehmen jetzt mit dem Einatmen das rechte Bein Richtung Decke hoch und steigen dann mit dem Ausatmen über einen weiten Schritt nach vor. Versucht es zu schieben aus den Armen, statt zu heben. Und langsam richtet euch in die erste Kriegerhaltung auf. Das heißt, die Arme heben an, das rechte Bein bleibt gebeugt.
Die Hände können, aber müssen sich nicht treffen. Die linke Ferse kann abheben, aber bleibt vom Gefühl her in der Länge im linken Bein, in einem Zug. Und dann drehen wir von da direkt in die zweite Kriegerhaltung auf. Das heißt, das rechte Bein bleibt gebeugt, der linke Fuß dreht auf diese 90 Grad und steigt vielleicht auch ein bisschen nach hinten nach. Ihr spürt selber am besten, ob mehr Weite noch im Schritt möglich ist. Die Anna könnt vielleicht noch ein bisschen nach hinten rücken über den linken Fuß. Genau. Der Blick zieht über die rechte Hand nach vor. Und dann dreht langsam die rechte Handfläche zur Decke, nur die rechte Handfläche. Genau. Und wir kommen wieder in diese Seitneigung. Die linke Hand gleitet entlang vom linken Bein nach unten und der rechte Arm zieht über den Kopf drüber und die Hand zieht sich Richtung Boden aus. Es ist fordernd, bleibt. Es ist schwierig, dass das rechte Knie die Beugung hält. Michaela, kannst vielleicht wieder ein bisschen tiefer gehen über die rechte Hüfte. Super. Mit der Einatmung langsam wieder hoch und ausgreifen die Hände zum Boden. Einatmen, dreht sie die linke Ferse zur Decke und kommt in den Stütz. Genau. Und aus über den Stütz in eurer Möglichkeit. Lasst euch Zeit. Bleibt ein paar Atemzüge in der V-Stellung. Denkt dran, das Becken arbeitet nach oben in der V-Stellung. Spürt, wie sich die Position mit jedem Mal ein bisschen verändert. Einatmen, hebt das linke Bein an. Aus, der weite Schritt nach vor. Ein in die Kriegerposition anheben, die rechte Ferse kann, muss nicht nach innen drehen. Die Hände können, aber müssen sich nicht treffen. Genau, lass ruhig mal ist die rechte Ferse ein bisschen in der Luft und dafür dreh die Hüfte mehr nach vorne. Die Hüften wollen eher auf einer Höhe sein. Genau, das Becken will sinken können. Und dann drehen wir mit dem Einatmen in die zweite Kriegerhaltung auf. Der rechte Fuß kann wahrscheinlich ein bisschen nachsteigen. Der Blick zieht über die linke Hand nach vor. Immer wieder aktiv Schultern nach unten holen. Beugen, Regina, im linken Knie. Dann dreht die linke Handfläche nach oben. Und ihr kommt in die Seitneigung. Die rechte Hand gleitet entlang vom rechten Bein nach unten. Der Blick kann zur Seite, er kann natürlich auch zur Hand nach oben gehen. Spürt es für euch, was ist sinnvoll. Beugt es weiterhin gut im linken Knie und achtet darauf, dass es nicht zu sehr nach innen sinkt. Versucht es, die Linie über der Ferse zu halten. Sehr gut. Gut atmen, einatmen, wieder nach oben, fließend in den Stütz mit der Ausatmung. Wer ein Einatmen dazwischen braucht, nimmt sich's wieder Vinyasa, das heißt das Ablegen oder Halten vom Stütz. Wirklich ein bewusstes Öffnen in der Kobra, nicht zu schnell, die Ellbogen liegen an. Und ausatmen in die Vorstellung. Wir bleiben. Langsam löst es über die Knie, kommt es mit einem Sprung oder mit einem Steigen, mit der Einatmung nach
vor. Ausatmen, schließt der Oberkörper Richtung Bein. Nacken da nochmal schön loslassen und dann richtet euch mit der Einatmung auf. Und ausatmen, senken die Arme ab. Wir heben jetzt mit dem Einatmen die Arme an und gehen immer in so ein Wechselspiel. Mit der Ausatmung lasst ihr den rechten Arm sinken und neigt euch zur rechten Seite, der linke Arm zieht über den Kopf. Dann kommt sie mit einer Einatmung wieder zurück zur Mitte, beide Arme nach oben. Das Becken schiebt nach rechts, der linke Arm sinkt nach unten, der rechte zieht drüber. Ein, wieder zur Mitte, beide Arme nach oben. Aus, spürt, wie das Becken nach links schiebt, damit ihr euch nach rechts neigen könnt. Ein, zur Mitte. Aus, linker Arm sinkt, rechter zieht über den Kopf. Ein, zur Mitte. Letztes Mal, aus, wir bleiben. Du könntest den Blick wieder seitlich lassen oder zur Hand. Versucht, über die linke Körperseite zu strecken. Das beginnt in der linken Fußaußenkante und geht hoch bis in die Fingerspitzen. Gut atmen. Und schauen, dass ihr nicht irgendwo im unteren Rücken ein unangenehmes Gefühl habt. Denkt an die Länge, kein Einsinken. Ein, wieder zur Mitte, beide Arme hoch. Und wir bleiben auch noch auf der anderen Seite. Ausatmen. Verschiebt's schön übers Becken, super. Und atmet tief. Holt die rechte Schulter weg vom Ohr und verlängert dann nochmal den Arm bis in die Fingerspitzen. Mit der nächsten Einatmung zieht es wieder hoch. Senken die Arme ab. Wir stützen am Beckenrand ein, öffnen mit der Einatmung die Füße hüftbreit und gehen mit dem Ausatmen in die Vorbeuge. Greift, wenn möglich, die großen Zehen. Ein nochmal lang machen. Und ausatmen, schließen. Achtet drauf, Theresa, dass ihr nicht überstreckt. Ihr schaut jetzt einfach, wenn sich beide Theresas angesprochen fühlen, ist es auch super. Schadet nie. Das heißt, spürt das Gewicht deutlich auch auf den Fußballen. Einen langen Nacken und einatmen, den Oberkörper wieder anheben. Wir wechseln noch in die tiefere Position mit den Handflächen unter die Füße. Wenn möglich ist, bleibt es auf den Zehen oder natürlich auch irgendwo auf den Unterschenkeln. Das heißt, wenn ich in der tieferen Position drinnen bin, will ich nicht nur das Gefühl haben, es hat sich im Schultergürtel mehr Spannung aufgebaut. Da soll mehr Länge noch einmal über die Beinrückseite sein. Schultergürtel bleibt offen und weit. Blick ist auf die Nase gerichtet. Mit der Einatmung hebt den Oberkörper wieder an und ausstützen die Hände ein. Leichtes Beugen in den Knien, um sich aufzurichten mit der Einatmung. Und ausatmen, Samasthiti. Wir machen einen Gruß nach rechts. Also wir gehen gleich in Parsva Konasana. Geht zuerst in die zweite Kriegerhaltung, das ist die Ausgangsposition. Da waren wir ja schon einmal, also schön weiter Schritt, das rechte Knie beugt. Und ihr legt den rechten Unterarm am gebeugten rechten Oberschenkel ab und zieht dann den linken Arm wieder weit nach vorn. Die Handfläche zeigt nach unten, die Schulter weg vom Ohr. Falls ihr tiefer greifen könnt, nehmt die rechte Hand zum Boden, wenn nicht, bleibt es am Oberschenkel. Wenn ihr tiefer gehen könnt, ist das auch ein tiefer Sinken über die rechte Hüfte.
Gut atmen. Und dann mach ruhig den Schritt wieder ein bisschen weiter. Du bist immer ein bisschen zu kurz. Genau. Darf ruhig das Gefühl sein, dass der Oberschenkel was zu tun hat. Der kriegt jetzt gleich noch mehr zu tun. Wenn es euch nicht zu viel ist, versucht einmal, den linken Arm parallel zum rechten Arm nach vorne zu strecken. Also ihr hebt die Hand vom Boden oder vom Oberschenkel weg. Genau, wenn das nicht zu viel ist. Ne? Ihr seht, die Marietta steht tief unten im Oberkörper und hofft, dass ihr bald alle dort seid. Ihr könnt aber auch ein bisschen höher stehen. Und aus, den Blick lösen. Ein, langsam hochkommen, wir drehen zur anderen Seite. Wir fangen wieder in der zweiten Kriegerhaltung an. Linkes Bein beugt, das Becken steht tief. Und langsam bringt sie den linken Unterarm zum Oberschenkel. Der rechte Arm zieht wieder in Verlängerung zur rechten Körperseite nach vor. Und eventuell könnt ihr dann tiefer gehen, mit der linken Hand und Richtung Boden greifen. Wenn nicht, bleibt ihr am Oberschenkel. Und wer die Kraft hat, nimmt dann den linken Arm parallel zum rechten dazu. Vielleicht könnt ihr dann, die nicht zum Boden gegriffen haben, noch ein bisschen tiefer gehen übers Becken, noch ein bisschen mehr beugen über die linke Hüfte. Gut atmen und schauen, dass ihr seitlich geöffnet bleibt und nicht zu sehr Richtung Boden dreht. Super. Und ausatmen, wieder Blick nach unten, ein Hochkommen und Samastiti mit der Ausatmung. Wir öffnen gleich weiter mit der Einatmung in eine Grätsche. Mit dem Ausatmen die Hände ein. Einatmen, öffnen über den Oberkörper und aus, senken wir in die Vorbeuge ab. Die Hände oder Finger gehen zum Boden. Ein, öffnet es nochmal in die halbe Vorbeuge. Spürt wieder, dass ihr nicht überstreckt in den Knien, dass sich aus der Körpermitte dann so ein bisschen Raum ergibt, um in die Vorbeuge zu schließen. Dann senkt der Kopf und der Oberkörper so weit das möglich ist ab. Und der Blick bleibt wieder auf der Nase. Mit der nächsten Einatmung heben wir den Oberkörper an und ihr wandert ganz langsam mit den Händen nach rechts. Wenn möglich so weit, dass eure linke Hand bleibt gestreckt in den Beinen, dass eure linke Hand dann Richtung rechten Fuß zieht. Vielleicht kann sie sogar am rechten Rist ablegen. Ihr könnt natürlich ein bisschen das Bein beugen. Greift zurück mit der Hand auf den Fuß, Marietta. Und dann gehen wir in ein Drehen, in ein Öffnen über die rechte Seite und der rechte Arm streckt nach oben. Gut atmen. Super. Und von da lasst's jetzt, wir bleiben und verändern nur die linke Hand und lassen die linke Hand auf derselben Höhe sozusagen wie der Fuß ist, nur weiter nach vorne greifen, dass ihr so Richtung Mattenrand greift, aber bleib außen mit der Hand. Auf Fußhöhe sozusagen nur nach vorne versetzt. Genau. Dann kriegt ihr noch ein bisschen mehr Streckung über die linke Oberkörperseite hinein. Arbeitet den linken Fuß in den Boden und zieht die linke Hüfte so ein bisschen nach hinten oben. Spielt euch und spürt, was sich tut. Marlies, müsstest wechseln. Das heißt, die linke Hand zum Boden, Marlies, und den rechten Arm hoch. Genau. Genau.
Super. Und auslösen. Wandert wieder zur Mitte. Lasst euch ruhig so ein bisschen reinhängen dazwischen. Spürt, wie beide Beine wieder die gleiche Streckung haben. Lasst den Oberkörper hängen, entspannt den Nacken. Und dann wandern wir zur anderen Seite. Lasst euch Zeit, die rechte Hand greift dann auf den linken Fuß. Der Oberkörper dreht über die Seite auf. Und der linke Arm streckt nach oben. Genau. Wenn ihr den Fuß nicht gut greifen könnt, greift sie aufs Schienbein. Und dann versucht es, wenn das möglich ist, die rechte Hand nur ein bisschen weiter nach vorne greifen zu lassen. Vor den Fuß, direkt vor den Zehen oder sogar noch ein bisschen mit Abstand zu den Zehen, je nachdem. Schwierig ist, ihr achtet immer wieder drauf, könnte ich doch ein bisschen mehr strecken im linken Bein, vielleicht geht ja noch ein Stückchen. Auch wenn es nur für ein Einatmen ist und dann muss ich im Ausatmen wieder loslassen. Und Markus, Brustbein heben, lang machen, auch über die Oberkörpervorderseite. Und auch lasst euch nochmal in die Mitte nach unten hängen, bleibt da noch einmal. Mit der nächsten Einatmung kreuze Wirbel für Wirbel hoch. Und dann kommen wir mit der Ausatmung in Samasthiti zurück. Wir gehen in ein Vinyasa. Einheben die Arme an. Ausatmen, kommt in die Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, Brustbein heben, aus kraftvoll in den Stütz und ins Absenken. Wie als würdet ihr gar nicht ganz am Boden ablegen, nehmt ihr die Energie mit in die Kobra. Langsam Schultern nach unten und aus in die Fahrstellung. Sehr gut. Wir kommen mit der Einatmung ins Sitzen und strecken mit der Ausatmung die Beine für den Langsitz. Jetzt braucht es vielleicht die Decke. Die Marietta macht es auch mit Polster oder Decke, dass es für alle klar ist. Ihr verlagert zur anderen Seite das Gewicht nach rechts. Genau, dass ihr euch unter die linke Seite eine Unterlage holen könnt. Und dann verlagert ihr das Gewicht nach links, sodass ihr das rechte Bein, wenn das geht, nach hinten bringen könnt. Das heißt, wir haben so eine Innenrotation über die Hüfte. Schaut mal, ob das gut möglich ist. Wir lassen uns da ein bisschen Zeit, weil sich die Position dann wiederholen wird. Achtet darauf, dass ihr gut sitzt. Vielleicht braucht es ein bisschen mehr Höhe links, Wilfried, genau. Dass dann der Oberkörper wieder gerade und das Gewicht deutlich auch auf der rechten Gesäßhälfte ist. Super. Und von da beginnt es langsam nach hinten zu wandern mit den Händen. Kann sein, dass die Hände hinten stützen oder dass ihr vielleicht sogar auf die Unterarme eventuell sogar ganz ins Liegen ablegen könnt. Sobald das rechte Knie abhebt oder ihr merkt, die rechte Hüfte hebt ab, dann ist es schon ein Stückchen zu weit. Also vom Hüften auf einer Höhe. Der Blick kann dann zur Decke gehen oder zum Nabel, je nachdem, wie weit ihr abgelegt habt. Wir bleiben ein paar Atemzüge. Und ihr könnt dann aktiv versuchen, den rechten Oberschenkel in die Länge zu holen. Wenn ihr euer Schienbein Richtung Boden schiebt und so die Unterseite vom Knie versucht, Richtung Boden zu ziehen, kriegt ihr sicher noch ein bisschen Zug drauf. Mit der Einatmung richtet euch langsam wieder auf. Und wir gehen aus der Position dann mit der Ausatmung in die Vorbeuge. Das heißt, ihr legt nach vorne den Oberkörper ab
und greift entweder den Unterschenkel oder den Fuß. Wer wirklich schon rundherum greifen kann, die rechte Hand würde das linke Handgelenk greifen. Und Markus, bleibst da ein paar Atemzüge und wiederholst dann noch einmal, wenn wir die andere Seite machen. Achtet darauf, dass ihr nicht nach links kippt. Wenn das gar nicht geht ohne Kippen, dann ist vielleicht wirklich noch zu wenig Unterlage, aber ein bisschen könnt ihr auch wieder über eure Bandas steuern, über die Körpermitte. Der linke Fuß, der gerade bleibt, die Zehen, die zu euch heranziehen. Gut, atmen. Einatmen, den Oberkörper langsam wieder anheben und aus, ganz aufrichten. Am besten, ihr verlagert das Gewicht wieder nach links, um das rechte Bein dann vorsichtig nach vor zu holen. Wir gehen in ein Vinyasa dazwischen. Das heißt, ihr kreuzt die Füße, geht es vorn drüber oder über die Seite. Ich glaube, da hat jeder so seine Variante. Versucht eigenständig auch vielleicht ein bisschen zu variieren, manchmal den Stütz zu halten. Bis zur Fahrstellung. Einige sind vielleicht dabei, die versuchen können, die Position einzuspringen. Dann würde das linke Bein gleich hinten gebeugt bleiben. Aber für alle anderen, die jetzt auch nicht wissen, was gemeint ist, ganz normal der Weg in eurer Möglichkeit durch ins Sitzen. Wenn ihr eine Unterlage braucht, zuerst das Gewicht nach links verlagern, damit ihr die Unterlage drunter holen könnt. Und dann das Gewicht nach rechts verlagern, damit das Knie in der Luft ist, wenn ihr beugt. Lasst euch Zeit. An sich will ich neben der linken Ferse sitzen. Ich könnte natürlich auch drauf sitzen für den Beginn. Hände nach hinten genommen und langsam nach hinten abgelegt. Soweit das für euch möglich ist. Es ist schwierig, weil manchmal man spürt, es fehlt nur dieses Stückchen, aber es ist halt gerade zu viel auf den Ellbogen oder gerade zu viel, wenn ich ablege. Theoretisch könnte ich mir dann auch wieder helfen mit einem Polster oder einer Decke unterm Rücken. Aber nehmt das, was leicht geht. Und wenn ihr dann ein bisschen aktiver noch den Zug aufbaut, über die linke Hüfte und den linken Oberschenkel, über die Vorderseite, dann spürt ihr sicher gut die Dehnung. Mit der nächsten Einatmung kommt es langsam wieder in ein gerades Sitz. Atmet einmal aus und spürt, wie die linke Gesäßhälfte am Boden aufsitzt oder auf dem Polster, wo auch immer. Ein, die Arme anheben und ausatmen, nach vorne absenken in die Vorbeuge. Ihr dürft natürlich das rechte Bein beugen, wenn es zu viel ist. Versucht mal, es immer die Hände auf einer Höhe zu haben. Es muss nicht der Fuß sein, je nachdem. Aber schauen, dass sozusagen nicht aus den Schultern dieses Ziehen in der Vorbeuge kommt. Das fängt über den Nabel, über den Zug nach innen an, über diese Mobilität im unteren Rücken. Wir können so ein bisschen variieren im Auflösen, wenn ihr euch jetzt mit der Einatmung langsam wieder aufrichtet. Ausatmen, dann ganz aufrecht. Ihr könnt jetzt auch einmal das rechte Bein einfach zum linken dazu beugen und über die Seite gehen. Also andere Seite, bitte. Genau. So kann ich recht sanft die Position auflösen. Macht das Vinyasa in eurem Tempo. Wir treffen uns in der Fahrstellung.
Wir versuchen den Übergang ins nächste Asana fließender. Es ist ähnlich, aber eben doch ein bisschen anders. Das heißt, wir kommen gar nicht ganz durch ins Sitzen, sondern ihr holt euch das rechte Knie Richtung Brust. Das heißt, der rechte Fuß löst. Und ihr verschiebt das Gewicht nach vorn und legt den rechten Rist am Boden ab. Wenn das Halten nicht möglich ist, legt das ganze Knie am Boden ab rechts oder ihr bringt jetzt das linke Bein noch nach außen. Genau, streckt das linke Bein zur Seite nach außen. Super. Und dann setzen wir uns auf die Ferse, beziehungsweise vorsichtig dann wieder daneben. Ihr müsst jetzt, bevor ihr euch daneben setzt, wenn ihr was braucht, euch wieder eure Unterlage holen. Das heißt, das Bein schaut zur Seite. Marietta, dreh dich vielleicht dazu. Genau, dann seht ihr es gut. Ihr habt ungefähr 90 Grad im Hüftwinkel. Genau. Das heißt, ungefähr die 90 Grad. Wer sehr offen ist, kann ein bisschen drüber gehen. Und wenn ihr da diesen 90-Grad-Winkel habt und ihr richtet euch über den Oberkörper vor, könnt ihr euch jetzt in der Vorbeuge vorstellen, ihr teilt genau den Winkel. Also ihr geht nicht über das rechte Bein drüber, Marietta, genau, sondern so schräg nach vorne. Setzt die Hände auf. Und vielleicht, aber macht es dann nicht zu viel, auch wenn es bei der Marietta leicht ausschaut, könnt ihr ein bisschen tiefer mit dem Oberkörper gehen. Schön vorsichtig. Gut atmen. Genau, das heißt, Sonja, du könntest so ein bisschen mit dem Oberkörper nach links wandern, dass du vom Gewicht her genau ein bisschen mehr auch wieder Richtung linke Gesäßhälfte kommst. Ganz behutsam. Wenn es zu viel Zug ist im linken Bein, winkel ich ein bisschen. Wenn es übers rechte Bein nicht möglich ist, sitze ich auf der Ferse oder dazwischen. Dann richten wir uns mit dem Einatmen langsam wieder auf. Ihr nehmt jetzt den Oberkörper nochmal in die Streckung und dreht euch nach rechts, also zum gebeugten Bein hin. Die linke Hand kann aufs rechte Knie. Erinnert euch an den Beginn im Schneidersitz. Gleiche Drehung über den Oberkörper. Nehmt die linke Hand, Regina, aufs rechte Knie. Genau. Dann haben wir schon so ein bisschen die Richtung vorgegeben. Eure linke Schulter zeigt Richtung linkes Knie. Und dorthin versucht sie sie jetzt auch ein bisschen abzusenken. Wir gehen wieder in eine Seitneigung und holen den rechten Arm über den Arm. Ihr könnt die linke Hand vom Knie lösen. Den Unterarm zum Boden bringen. Es geht jetzt nicht darum, dass wir zum Fuß greifen. Der rechte Arm, Regina, zieht dann zum linken Fuß von oben dazu. Der Oberkörper dreht sich seitlich genau auf. Super. Lasst euch Zeit. Wenn ihr aktiv versucht, eure rechte Hüfte, eure rechte Gesäßhälfte ein bisschen Richtung Boden ziehen, verstärkt sich sofort der Zug über die Seite. Und versucht, den Arm wirklich über den Kopf zu holen. Nicht vorne, sondern so übers Ohr gedanklich drüber. Und lang strecken. Super. Einatmen, kommen wir langsam hoch. Greifen mit den Händen nach vor und gehen Richtung Stütz. Das heißt, ihr könnt gleich von da das Gesäß anheben, Stützhaltung kommen. Genau. Wieder Vinyasa. Das könnt ihr ganz in eurem Tempo machen. Denkt dran, Theresa, dass die Ellbogen anliegen. Genau, dass die Schultern gut nach unten ziehen in der Kobra. Nicht zu viel, mal ist über den Nacken beim Hochschauen. Bis zur Fahrstellung. Sehr gut. Vielleicht Marietta, dreh dich.
Du dich dann wieder sehen. Versucht das über die andere Seite. Das linke Knie zieht zur Brust heran, das Gewicht geht nach vor und wenn es geht, legt nur der linke Rist ab. Das heißt, das linke Knie und der Hintern sind in der Höhe und das rechte Bein geht in die Luft und streckt zur Seite. Und dann geht der rechte Fuß zum Boden und ich lasse mich langsam auf die linke Ferse und dann wieder neben die linke Ferse gleiten, mit Polster oder ohne, behutsam. Das heißt, ich sitze neben der Ferse, die Ferse, der Fuß, Theresa ist außen oder drunter, genau. Mal jetzt wieder den Fuß nach außen, nicht nach innen, genau. Ihr könntet den Fuß auch wirklich neben das Gesäß nach außen bringen. Das heißt, die rechte Gesäßhälfte ist innen vom Fuß. Und dann haben wir versucht, in der Vorbeuge diesen 90-Grad-Winkel so ein bisschen zu teilen. Lasst euch Zeit. Nicht übers linke Knie drüber, sondern ihr legt zwischen diesen beiden Beinen den Oberkörper ab. Genau. Oder die Hände, super. Da braucht Zeit, macht euch nichts draus, wenn ihr auf den Händen seid und noch nicht auf den Unterarmen oder tiefer. Das braucht wirklich Zeit. Falls ihr einen Druck spürt im linken Knie, dann bewegt den Oberkörper noch weiter nach rechts. Sonst könnt ihr durchaus versuchen, die linke Gesäßhälfte auch wirklich Richtung Boden zu ziehen. Dann richten wir uns mit der Einatmung wieder auf. Atmen aus. Ein, das Brustbein nochmal heben und dann dreht ihr über die linke Seite. Die rechte Hand geht aufs linke Knie. Der Oberkörper dreht, sodass sich die rechte Schulter schon von der Richtung her zum rechten Knie sozusagen bewegt. Und ihr versucht es auch. Gedanklich zieht die rechte Schulter zur Innenseite vom rechten Knie. Das heißt jetzt, Regina, rechte Schulter zur Innenseite vom rechten Knie. Und dann zieht der linke Arm drüber. Sehr gut. Der linke Arm zieht über den Kopf, sodass ich vom Gedanken her wieder mit der linken Hand von oben Richtung Zehen greifen könnte. Super. Spürt die Streckung links. Einatmen, richtet euch auf. Ausatmen, greift nach vorne. Wir kommen in den Stütz. Gehen über den Stütz langsam wieder in eurem Tempo weiter. Mit der Einatmung in die Kobra. Und mit der Ausatmung in die Fahrstellung. Wir kommen einmal noch mit der Einatmung in Sitzen und kommen aus dem Sitzen in eine weite Grätsche. Da könnte es wieder sehr hilfreich sein, wenn ihr euch was unters Gesäß nehmt. Wenn der Oberkörper sich nicht leicht tut in dieser Richtung nach vorne, das heißt nicht, dass er weit ablegen muss, aber ihr solltet das Gefühl haben, ihr könnt mit dem Big Becken nach vorne kippen und den Oberkörper so ein bisschen nach vor bringen. Schaut mal, ob das möglich ist, indem ihr die Hände eine Spur nach vor setzt. Braucht nicht viel zu sein. Geht es mit dem Oberkörper nach vorne und bleibt es. Genau. Also Regina hat eh schon was drunter. Malis, ich würde mir eine Decke oder einen Polster und das Gesäß nehmen. Auch Theresa, genau, dann tut sich der untere Rücken leichter, dass er da nach vor kommt. Wenn die Knie ein bisschen beugen, hilft das natürlich auch. Super.
Falls ihr wirklich sehr tief unten seid, richtet euch mit der Einatmung nochmal ein Stückchen auf. Und dann bringt ihr euren rechten Ellbogen zur Innenseite vom rechten Knie. Das heißt, der Unterarm kann vielleicht sogar ablegen. Bei manchen ist der Ellbogen auf dem Knie oben. Und wir gehen noch einmal in eine Seitneigung und ziehen den linken Arm, ähnlich wie vorhin, nochmal weit über die Seite, über den Kopf, Richtung rechten Fuß mit der Hand. Genau. Genießt diese Streckung über die Seite und atmet dorthin. Und verlängert über den Arm. Anna Theresa streckt den Arm. Zieht die Schulter weg vom Ohr. Sondern ihr bringt den Arm ruhig noch weiter über den Kopf, dass er die Körperseite verlängert. Genau, dass das wieder von der Hüfte bis in die Fingerspitzen so eine Linie ist. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr so über einen Bogen vorne zur anderen Seite wechseln. Also ihr könnt euch nochmal nach vorn sinken lassen über den Oberkörper und dann geht der linke Ellbogen zur Innenseite vom linken Knie oder legt am Oberschenkel oben ab und der rechte Arm zieht über den Kopf drüber. Ein letztes Mal atmet ganz bewusst ein. Und mit jedem Einatmen spürt, wie sich das ausdehnt. Übers Zwerchfell dann hinein, zwischen die Rippen, bis hoch in die Lungenspitzen. Verstärkt nimmt ihr das vielleicht jetzt über die rechte Seite wahr. Und dann lasst euch ein letztes Mal nach vorne sinken in der Grätsche. Ähnlich wie vorhin. Gebt euch Zeit mit dem Asana. Ein langer Weg, bis da der Oberkörper das Gefühl hat, er kann wirklich nach vorne kommen. Aber wir haben ja noch viel Zeit. Der Einatmung richten wir uns wieder auf. Kreuzen ein letztes Mal für heute die Beine. Kommen langsam noch einmal in ein Vinyasa, beziehungsweise könnt ihr natürlich auch schon am Rücken ablegen. Kommen mit der Einatmung aus der V-Stellung in Sitz. Legen Atmen am Rücken ab. Und ihr nehmt es noch einmal mit dem Einatmen beide Arme über den Kopf nach hinten. Streckt euch noch einmal in die Länge. Und zieht dann langsam noch einmal ein bisschen zu einer Seite. Könnt ihr es jetzt ganz in eurem Empfinden machen, dass ihr den rechten Arm ein bisschen über den Kopf zieht und mehr die rechte Körperseite streckt. Dass ihr den linken Arm über den Kopf ein bisschen mehr drüber holt, mehr zur Mitte hin und die linke Körperseite mehr streckt. Sitzt noch einmal abwechselnd die rechte Körperseite in die Länge, Arm und Bein ziehen auseinander, dann die linke. Spürt diesen Zug noch mal über die Hüfte vorn drüber. Und dann holen wir zum Abschluss die Knie Richtung Brust heran. Bleiben da noch ein paar Atemzüge, bevor wir in Shavasana ablegen. Nehmt wahr, wie sich der untere Rücken entspannt. Die
diese leichte Rundung, diese ganz sanfte Dehnung, die ausreicht, um die Muskulatur zu lockern. Die Hüften sind entspannt. Atem fließt noch. Dann legen wir in Shavasana ab. Wenn es für euch möglich ist, nehmt diese gestreckte Variante. Das heißt, die Beine strecken ein Stück weit vom Oberkörper nach außen. Die Arme, die Beine sind in einer Grätsche. Ihr könnt es natürlich unterstützen mit Polstern oder Decken unter den Knien, vielleicht auch unterm Kopf. Und die Arme sind in einer waagrechten Linie oder so ein bisschen drunter. Ich führe euch noch sanft durch diese Schlussentspannung durch. Versucht zu folgen sozusagen. Behaltet noch ein bisschen den Atem bei. Es braucht jetzt keine tiefe Ujjayi-Atmung mehr zu sein, aber ein bewusstes Ein- und Ausatmen. Wir verändern nicht mehr die Position, in der wir jetzt sind, außer ihr fühlt euch noch nicht wohl. Aber wir spielen uns noch ein bisschen mit diesem Spannung und Entspannung. Das heißt, mit der nächsten Einatmung versucht ihr, soweit das möglich ist, nochmal Körperspannung aufzubauen. Ihr könnt die Hände zu einer Faust machen, die Beine nach innen rotieren lassen, die Schultern hochziehen, das Gesicht zusammenziehen und mit einem Ausatmen lasst ihr los. Komplett los. Das wiederholt ihr. So viel Körperspannung wie möglich, ohne dass ihr euch jetzt aus der Position rausbewegt. Zieht euch zusammen, spannt alles an und ausatmen, lasst es wieder los. Beim nächsten Einatmen macht es dasselbe, nur ein bisschen sanfter. Spürt es einmal, nicht mehr 100% Körperspannung, sondern nur noch 80%. Und dann wieder loslassen. Beim nächsten Mal nur noch ungefähr 60%. Es bleibt so dieses Zusammenziehen und aus, wieder loslassen. Wieder Spannung, immer ein bisschen weniger. Von außen immer weniger sichtbar, aber trotzdem noch da. Und wieder loslassen. Lange Atemzüge, dass ihr da Zeit habt. Körperspannung, weniger, aber doch noch spürbar. Gerade noch so, dass man es von außen ein bisschen sehen könnte. Und loslassen. Die letzten zwei, drei Male baut Körperspannung auf, so in dem Gefühl, es findet nur noch innen statt. Ich sehe von außen nicht mehr, dass ihr euch verspannt, sozusagen anspannt, aber ihr spürt es noch und ihr spürt es noch deutlich, den Unterschied zum Loslassen. Wie als würden so die tieferen Gewebeschichten noch in die Spannung gehen. Loslassen. Vielleicht ist es am Schluss nur noch der Gedanke, ich spanne an, ohne dass ich es wirklich tue. Und ich lasse los. Und es macht trotzdem noch was mit mir. Dann bleibt ihr ganz entspannt liegen. Das heißt, auch das Einatmen holt euch jetzt nicht mehr in die Spannung. Jetzt dürft ihr wirklich euch fallen lassen. Buddha Dhamma Sangha.
Beginnst du über ein paar tiefe Atemzüge, wieder so eine erste Bewegung stattfinden zu lassen. Spürst du, wie viel Raum jetzt dem Atem zur Verfügung steht, wie viel Möglichkeit, sich auszudehnen, wieder zurückzuziehen. Ganz langsam kannst du dann auch wieder die Bewegung aufnehmen, ganz im eigenen Tempo das tun, was euch in Rückenlage angenehm ist. Wenn ihr soweit seid, kommt den Sitzen zurück. Wir schließen die Augen und singen zum Abschluss dreimal das Om. Neigen wir uns zum Abschluss vor uns selbst und voreinander. Dankeschön.